Sommer 2020. Da weltweit noch viele Grenzen geschlossen sind, macht Deutschland Ferien zu Hause. In unserer Sonderreihe stellen wir die schönsten Urlaubsregionen des Landes vor. Unterwegs im hohen Norden. Ob auf dem Kutter. Mit dem Cabriolet. Huch, da geht's nicht weiter. Oder im Kanu. Diese Dame macht immer eine gute Figur. Für Grenzenlos trifft die Schauspielerin Annette Fleischer auf gerettete Bären. Ihr seht so harmlos aus, wenn ihr da so liegt. Paddelt mit einem attraktiven Ranger durch Wälder, die sich selbst überlassen werden. Was hältst du eigentlich von diesem supermodernen Wort Waldbaden? Ja. Und schwelgt in Kindheitserinnerungen. Ja, ist ein bisschen wie zu Hause. Doch erst einmal steht körperliche Ertüchtigung auf dem Programm. Wenn man hier in der Region was sehen will, muss man ganz schön viele Treppen laufen. Sehr viele. Was für ein Werdegang. Groß geworden als böses Mädchen, stieg Annette 2011 zur Polizeikommissarin auf. In der TV-Serie Hubert und Staller. Und nun ist sie ganz oben angelangt, auf dem Kirchturm in Röbel. Das ist meine Aussicht. Und das ist nur 2 Stunden von Berlin entfernt. Unglaublich. Dass ich das hier nicht kenne, ist eigentlich ein Ding. Ich bin Ossi und das müsste ich eigentlich kennen. Da kenne ich aber Bayern durch Hubert und Staller viel, viel besser. Toll. Ich freue mich. Leben auf, im und neben dem Wasser. Die Mecklenburgische Seenplatte. Der Fischerhof Eldenburg zwischen Müritz und Kölpingsee. Es ist Punkt 7 Uhr am Morgen. Fischer Thomas Röse und sein Boot sind bereits startklar. Morgen, Thomas. Guten Morgen. Na, wollen wir heute rausfahren? Sehr gerne. Ich sehe schon, ne? Das ist eins. Das ist mein Geschenk. Sonst kriegst du nasse Füße. Das korrekte Outfit ist beim Fischen die halbe Miete. Eine gewisse Standfestigkeit ist ebenfalls von Vorteil. So, dann kommen wir auf den Kahn, dass wir losfahren können. Geht das? Ja. Nicht so ängstlich. Wir gehen nicht unter. So, ich mache uns einmal vorne die Leine los. Muss man hier Gleichgewicht halten? Muss ich darüber oder so? Nein, musst du nicht. Nicht, nee? Das ist kein Kanu. Drei Stunden harte Arbeit steht den beiden bevor. 34 Reusen müssen kontrolliert werden und das auf flacher See. Durch den Regkanal geht es raus auf den Kölpinsee. Er ist bekannt für seine Aale, aber auch Hecht, Schleie und Rotauge sind hier heimisch. Sag mal, isst du jeden Tag Fisch? Nein. Magst du Fisch sonst? Ja. Also ein-, zweimal die Woche auf jeden Fall. Schön gebratenen Aal, und Barsch gebraten. Okay, paniert ihr den irgendwie? Salzen, Pfeffern und ich selbst persönlich ein bisschen im Mehl. Ein bisschen Mehl? In der Mehl? Ganz klein bisschen nur Mehlpanade. Ne? Und dann ab in die Pfanne. Ja, ansonsten auch den du dann selber auch gerade zubereitest? Den selber fangen und zubereiten. Ja, okay. Warte, was soll ich machen? So, ich ziehe jetzt erstmal den Pfahl ein bisschen ran. Du kannst einmal mit zu mir kommen. Auf die andere Seite oder hier rüber? Hier rüber. Mhm. So. Die müssen wir jetzt mal durchschütteln. Ja, warte, da hängt noch einer. So, und dann heben wir den Sack einmal über die Kahnborde. Mhm. Oho, alles gut. So, dann machen wir den einmal
So ein Fischer ist ja ein bisschen radikaler, ne? Ja, also. So ein Laie will man wahrscheinlich mit den Fischen noch ein bisschen sprechen. Das gewöhnt man sich mit der Zeit nicht ab. Schmeißen wir die jetzt da rein? Die sind ein bisschen lütt hier, ne? Die sind ein bisschen lütt. Das schmeißen wir auch alles wieder rein. Guck mal, hier haben wir einen kleinen Hecht. Oh ja. Der ist vom letzten Jahr. Du nimmst den Kescher am Stiel. Okay. Und dann alle zusammenschieben. Und dann verletze ich die. Nein, die verletzt du nicht. Oh nee, das kann ich nicht. Wie, das kannst du nicht? Ich kann ihn. Guck mal, das ist ja unten so ein. Oh. Nein, du komm mal. Oh Mann. Umso schneller die ins Wasser kommen, umso besser. Oh nein, das kriege ich nicht hin. Oh, das tut mir leid. Aber denk dran, wir haben 33 noch nachzugucken, ne? Und über Bord. Warte. Guck mal, schwimmen alle gut weg? Na super, ich bin ja ein toller Praktikant hier. Ja, es wird schon. Einen Kandidaten hat Annette im Eifer des Gefechts wohl übersehen. Hier, guck mal, hier haben wir einen Krebs. Ach. Den würde ich immer nur hier so am Panzer anpacken. Da kommt er dir nicht mit den Scheren zu nah. Ein Krebs aus der Müritz. Köppensee bitte. Okay, Köppensee. Alle. Hep! Wer kein Taucher ist, aber dennoch wissen will, was unter Wasser in der Seenplatte so abgeht, ist dem Müritzeum genau richtig. Nicht nur von außen ein echter Hingucker. Im größten Süßwasser-Aquarium Deutschlands können Besucher die Natur hautnah erleben. Das absolute Highlight ist das 6 Meter hohe Becken mit einem Fassungsvermögen von 105.000 Litern. Jeden Dienstag macht sich Berufstaucher Roger Mader ans Werk. Wenn ich im Hobbybereich tauchen gehe, sobald der Kopf unter Wasser ist, ist alles andere vergessen. Alle Probleme sind eben halt außerhalb des Wassers. Und hier ist es eben halt einfach nur Arbeit. Bitte einmal alles gründlich durchwischen. Neben dieser kraftraubenden Reinigungsarbeit muss Roger auch kranke oder tote Fische aussortieren. Kein leichtes Unterfangen bei über 500 Maränen. Der Schwarm ist ein geiles Versteck. Also wenn man von außen guckt, erkennt man ganz schnell kranke Fische. Aber sobald man mitten im Schwarm drin ist, hat man ein echtes Problem. Weil einfach die Vielzahl an Fischen, an Individuen, ist dann natürlich eben halt so überwältigend, dass man sich auf keinen konzentrieren kann. Während Roger im Aquarium weiter Fische fängt, steuern Annette und Fischer Thomas Röse auf dem Kölpinsee Reuse Nummer 34 an. Bis jetzt kein Aal weit und breit. Doch bei Annette sitzt inzwischen fast jeder Handgriff. Du hast ja jetzt schon ein bisschen geübt. Oh, jetzt bringt das schon ein bisschen Dollar. Heieiei. Das Größere ist schon gefangen. Das habe ich hier. Oh. Hier ist sogar eine Aal drin. Oh. Heieiei. So, der Aal kommt da hinten rein. Oh. Den großen Brassen. Ja. Der große Brassen und die drei großen Rotfedern. Vier. Ah. Du, ich glaube, bleib hier. Wo hältst du den? Wo hältst du den? Ah. Sie hat ihn. Na, siehst du. Auch kleine Erfolge können große Emotionen auslösen. Was wäre so dein Traum? Mein Traum? Ja. Oder bist du da schon angekommen, Thomas? Ich bin da eigentlich, glaube ich, schon angekommen. Oh. Ich kann gar nicht. alte Kollegen haben mal gesagt, Fischer bist du oder du wirst es nie. Also von daher, das musst du von vornherein alles mögen. Natürlich bei Sonnenwetter wie heute ist geil. Ist richtig Hammer. Müritz Fischer Thomas. Kein bisschen mürrisch, dennoch Fischer. Zurück im sicheren Hafen, der nach Asphalt riecht. Kurzzeitig auf vier Rädern und oben ohne. Es ist so schön, sein Haar hier in der herrlichen Luft wehen zu lassen. Also so ein Cabrio lohnt sich hier. Und ich fahre jetzt zu ein paar Leuten, die haben richtig coole Cabrios. Also viel, viel besser als meins.
Auf Annette wartet ein Mikroabenteuer mit viel Retro-Charme. Ich muss lachen, wie klasse. Super, ich möchte auch so ein Fahrrad haben, bitte. Also wenn du willst, wir haben zwei wunderschöne Diamanträder für dich. Mm. Beide schöne Damenfahrräder, such dir eins aus. Das würde ich nehmen. Ja. Oh ja. Vielleicht setzt du dich mal drauf mal, und so probier's mal, ob es zu dir passt. Aber das sieht ganz gut aus. Reifen alles gut, ja? Fahrbereit? Ja, kannst sofort losfahren. Okay, aber wenn ich euch jetzt so sehe, brauche ich noch ein Outfit. Haben wir auch für dich. Toll! Ja, super. In nur einer Sekunde 30 Jahre jünger und historisch korrekt gekleidet. Auferstanden aus Helden und März, kommt zur Band, lass uns dir. Vom Schloss Rumshagen aus zieht die kleine Oldschool-Truppe los. Ihr Ziel, die Quelle der Havel. Jedes Jahr im August veranstalten die Fahrradenthusiasten die Velo Classico, eine historische Rundfahrt, bei der die Liebe zum stilvollen Radfahren zelebriert wird. Hast du dir dieses Fahrrad ausgesucht? Ist das dein eigenes? Das ist mein eigenes, ja. Das ist ein Kotter. Ja. Das heißt, es ist von oben bis unten ein ganz deutsches Rad, bis auf die Schaltung. Ja. Mit alten, schönen Mannesmann-Rohren und alles schön zusammengebastelt. Und es ist noch genau in dem Zustand, wie es auch damals ausgeliefert worden ist, 1980. Und das ist eben das Besondere. Das heißt, es geht ja darum, diese alten Sachen auch zu erhalten und zu pflegen und weg von der Wegwerfgesellschaft zu kommen. Florian Selig ist seit Beginn an mit von der Partie. Als Fotograf setzt er die Velo Classico ins rechte Licht. Nach einer Stunde erreichen sie Ankershagen, den Geburtsort des Troja-Entdeckers Heinrich Schliemann. Zeit für eine kleine Pause. Sag mal so durchschnittlich, wie viel machen damit bei so einer Fahrt? Wir sind mittlerweile bei 500 Teilnehmern. Alles gemischt, ja? Alles gemischt, von groß bis klein, von dick bis dünn. Es ist alles mit dabei und jeder macht sich schick. Und, was ist denn das Besondere so an den Outfits? Das ist sehr unterschiedlich. Also je nachdem, was für ein Fahrrad man hat. Also jeder probiert eigentlich das Outfit und die Jahre aufzunehmen, aus dem das Fahrrad stammt. Und gibt's auch Leute, ich habe gesehen, bei euch ist so ein Fahrrad wahrscheinlich aus dieses Schwarze, aus den 20er Jahren oder so? Ja, es kommen Leute mit Fahrrädern auch um die Jahrhundertwende, also die wirklich 120 Jahre alt sind und die kommen dann auch in diesem Outfit. Ob aus welchem Jahr kommt deins nochmal? Meins ist 80er Jahre jetzt. Ah, du kommst im 80er Jahre Look. Und naja. Und am Ziel? Am Ziel gibt es dann noch eine große Party und da wird dann mit Live-Musik gemacht. Gut. Und ist alles mit dabei eigentlich. Also, schön. Ich würde sagen, wir fahren mal weiter. Ja. Ich will meinen Snack haben. Ja, ich habe auch tierischen Hunger. Es wird Zeit, dass wir weiterkommen. On the road again. Noch wenige Kilometer bis zum Ziel. Noch hält das Wetter. Sind so viel am Reden. Keine Zeit fürs Leben. Und jetzt fällt der Regen auf dein Sommerkleid. Wäscht das Grau wieder zu weiß. Wie würdest du jetzt so einen typischen Mecklenburger beschreiben? Wie ist der so? Die Leute sind hier total entspannt und entschleunigt. Mhm. Also, das ist so das, was die Lebensqualität hier auch ausmacht. Also so, man lebt hier in so einer ganz üppig, schönen, verschwenderisch schönen Landschaft eigentlich. Und und wenn man sich entschleunigt, dann gibt man sich die Möglichkeit, einfach das zu leben, das zu genießen. Also ich glaube, das ist so die große Lebensqualität, die hier ist. Und und das einfach mit allen Sinnen aufzunehmen. Und da ist Fahrradfahren natürlich einfach die beste
Fortbewegungs- Das habe ich heute auch noch mal sehr zu schätzen gelernt. Vielen Dank für diese wunderbare, nostalgische Fahrt. Auf uns. Vielen Dank. Auf unser Wohl, auf die Liebe. Die Velo Classico im Mini-Format. Ein feucht-fröhliches Vergnügen auf zwei Rädern. Um gut genährte, teilweise sogar bewaffnete und streitsüchtige Damen geht es auf diesem alten Gutshof im Norden der Mecklenburgischen Seenplatte. Es ist das Zuhause von Friedemann Henschel, dem Enfant Terrible unter den Keramikern. Es gibt schon ab und an mal Skizzen, aber in der Regel ist es so, dass ich tatsächlich einfach erst mal anfange, die Dinge zu machen. Manchmal muss ich meine Frau morgens hinsetzen und muss ich ein Foto machen, damit ich weiß, wie es ungefähr geht. Das magst du zwar nicht so sehr, aber ja, so ungefähr funktioniert das. Seit über 30 Jahren betreibt Friedemann seine Töpferei im Dorf Panschenhagen. Allerlei skurrile Skulpturen hat der Keramiker in dieser Zeit erschaffen. Es gibt keinen tieferen Sinn, es macht einfach nur Spaß, so eine Sachen sich einfallen zu lassen. So ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen surreal, so ein bisschen kitschig, so ein bisschen, ja, außer der Art eben. Und macht eben einfach Spaß, so was eben zu machen. Eben, ne? Aus dem Keller der benachbarten Scheune holt Friedemann täglich Nachschub. Für ihn ist Ton einfach das ideale Material. Ein Klumpen Ton findet man fast überall. Ich meine, das habe ich schon seit Kindesbeinen gemacht. Und lange bevor ich diese Töpferei gemacht habe, habe ich mir einfach Ton genommen und habe den verformt und habe da alles Mögliche draus gebaut. Der 67-Jährige ist eigentlich gelernter Chemieanlagenbauer. Doch gegen Ende der 70er Jahre machte er sein Hobby zum Beruf und gründet seine erste eigene Töpferwerkstatt. Handwerklich gefertigte Alltagsgegenstände standen in der DDR hoch im Kurs. Es ist immer nach wie vor noch interessant, wenn man sowas macht. Das ist eine schöne Arbeit eben, ne? Aber es ist eben auch Arbeit, ne? Wenn ich jetzt sage, müssen mal wieder ein paar Tassen gedreht werden, dann müssen die einfach gemacht werden. Da ist dann für mich zumindest da nichts, wie soll ich sagen, also keine große Intuition oder sowas dabei. Man macht die Arbeit. Ganz einfach. Das ist jetzt bei den figürlichen Sachen anders. Da muss man so ein bisschen mehr gucken und da ist auch dann mehr Ideen hinter, ne? Trotz des Erfolges hat Friedemann Henschel noch immer alle Teller, Tassen und Krüge im Schrank. Er ist bescheiden geblieben. Ich sehe mich auf jeden Fall mit als Handwerker, weil wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann haben, ich sag mal, meine Kollegen vor 300 Jahren haben auch ihre Gefäße verziert und gestaltet und auch figürlich gestaltet. Und da hat sich keiner irgendwie als Künstler gesehen. Ne? Das waren alles Handwerker gewesen. Und in dieser Tradition würde ich mich weitersehen, oder beziehungsweise sehe ich mich auch eben. Ne? Aber ich mache ja eine Sache, die einfach Spaß macht, die den anderen Leuten Spaß machen soll. Und ja, aber Kunst ist das eben nicht. Ne? Wer ausgedehnte Alleen mag, ist an der Mecklenburgischen Seenplatte richtig. Wer jedoch leichte Probleme mit dem Orientierungssinn hat, sollte auf jeden Fall dem Navi vertrauen. Vorausgesetzt, er oder sie hat Netz. Huch, da geht's nicht weiter. Super. Irgendwo hier muss es doch Seen geben. So, jetzt sind wir hier am Schrottplatz. Nee, ich glaube, hier war das nicht. Ich hasse Automatik.
Was für ein blödes Fahren. Da ist die Dorfjugend entspannter unterwegs. Endlich. Annette entdeckt eine vielversprechende Kreuzung. Es kann sich nur noch um wenige Kilometer handeln. Die Schauspielerin ist unterwegs zum Nationalpark Müritz. Mit 322 Quadratkilometern ist er der größte Nationalpark Deutschlands, abseits der Küsten. Zusammen mit Ranger Jakob Zunk sticht Annette bei Blankenförde in See. It's a beautiful morning. I think I'm full of sadness. Das waren vorher einfach bewirtschaftete Wälder. Ja. 1990 hat eben noch die ehemalige DDR-Regierung als eine ihrer letzten Akte den Nationalpark beschlossen. Und seitdem überführen wir das eigentlich in diese Natürlichkeit. Und dazu gehört eben auch, dass noch gejagt wird bei uns. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Wildbestand nicht bewirtschaften oder managen würden, dann hätten wir enorme Wildschäden, auch Unfälle auf den Straßen. Das merken wir jetzt auch schon, das ist wirklich doll. Normalerweise ist Jakob mit seinem Hund Bente und einem Ranger-Kollegen unterwegs. Dessen Job übernimmt heute Annette. Gekonnt steuert sie das Kanu über den Görtosee in immer dichteres Grün. Das ist jetzt hier die Moosbeck. Ne? Moosbeck heißt, Beck ist Mund auf Plattdeutsch. Ne? Und vor Moos wimmelt es hier nur so. Mit 70% Waldfläche und 107 Seen ist der Nationalpark eine einzige große grüne Lunge. Und ein traumhaft schönes Naherholungsgebiet. Hi. Hallo. Dieses ruhige, seichte, völlig. Auf einmal so eine Entspannung, ne? Total wie auf Null. So richtig so. Echt lustig. Ja, das ist wirklich schön. Grundprinzip jedes Nationalparks ist es, dass der Mensch die Natur Natur sein lässt. Aus dem ehemaligen Nutzwald wird so wieder ein Urwald, der sich mit der Zeit erholt und nach seinen eigenen Regeln entwickelt. Das war früher mal ein reiner Kiefernwald. Hier sieht es auch. Ne? Hier wachsen jetzt schon Eichen. Die Buche kommt, also der Wald holt sich das schon zurück. Die Monokultur wird jetzt langsam durchmischt. Und das ist das Faszinierende. Diese Eiche wächst ja nicht eine einzige Eiche in der Nähe. Ja, genau. Hat der Eichel hier gesät. Und hier sieht man mal, das ganze Totholz hier liegt. Mhm. Ah ja, der zersetzt sich jetzt so langsam. Der zersetzt sich, genau. Der hat es schon geschafft. Der liegt jetzt da. Und das ist eben der große Unterschied zwischen den Wirtschaftswäldern. Da wird mittlerweile auch mehr Totholz liegen gelassen, da gibt es auch Auflagen. Aber hier interessiert es keinen, wenn da mal ein Baum umfällt. Hier gibt es kaum noch Wege, da kann auch viel mehr liegen bleiben, weil du nicht ständig irgendwelche Wege freiräumen musst. Und dann siehst du hier so ein paar Lichtlücken und es kommt hier schon wieder die Buche. Die hat natürlich auch schon ein paar Mal, wurde sie verbissen, sagen wir. Also hat das Reh und das Dammwild vor allem auch hier schon mal dran rumgeknabbert. Da bin ich mal gespannt, wie es in 20 Jahren aussieht. Ich sag's dir. Ich auch. Hoffentlich erleben wir das noch. Das ist ja so mal eine Zeitspanne, wo sich wirklich was verändert. Wo sich was verändert. Guck mal, diese Buche, die Eiche, das sind dann alles schon Bäumchen wirklich. Ne? Ja, also da hast du dann wirklich schon. Müssten wir jetzt eigentlich so einen Freeze machen? Wir müssten einmal hier, einmal so eine Bestandsaufnahme. Dann treffen wir uns noch mal in 20 Jahren wieder, mal sehen, was passiert ist. Mit langem Bart, ein bisschen grauer schon geworden. Genau. Und dann. Was hältst du eigentlich von diesem supermodernen Wort Waldbaden? Ja. Wo den Leuten suggeriert wird, so geht mal in den Wald. Waldbaden. Wellness. Das ist immer ein moderner Begriff. Ich glaube, dass es total wichtig und richtig ist, dass die Leute sich in der Natur bewegen. Ne? Und dass man sich entspannt und dass man ganz viel Kraft auch da schöpfen kann. Aber ist die Kirche. Das ist ein bisschen albern. Also, vielleicht bin ich auch privilegiert. Ich kann das halt jeden Tag und finde das irgendwo ein bisschen albern, aber muss jeder für sich selber entscheiden. Als Forstingenieur hat Jakob seinen Traumjob gefunden.
mit winzigen Abstrichen. Denn zu seinen Aufgaben gehört auch die Uferkontrolle. Ein wichtiger, aber teilweise etwas unangenehmer Teil der Arbeit. Schönen guten Tag, Müritz Nationalparkamt. Jakob Zunk ist mein Name. Sie haben den Fall gelesen, ne? Kernzone, betreten verboten. Wir sind genau einmal hier in der Kernzone angelandet. Ich würde Sie bitten, in die Boote zu steigen und wieder zur Betonung zurückzufahren. Das ist leider so. Auf den Wasserwanderkarten steht das auch mal ungefähr drauf. Und dann kann man das ein bisschen einteilen und abschätzen. Und zur Not müssen Sie wirklich im Boot essen. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Zum Glück reichen hier meist schon ein paar freundliche Worte. Ranger im Nationalpark Müritz. Ein Job, der sich aushalten lässt. Die Region im Süden Mekpoms ist bekannt als das Land der tausend Seen. Am besten lässt sie sich vom Wasser aus erkunden. Ob mit dem Kanu oder per Kajak. Zahlreiche Wasserwege verbinden die Seen miteinander, so dass man theoretisch von Berlin aus nonstop bis an die Ostsee paddeln könnte. Wer es lieber gemütlich mag, mietet sich ein Hausboot. In Rechlin an der Müritz befindet sich die Kuhnle Werft, der größte Vermieter dieser schwimmenden Ferienhäuser. In der Inselstadt Malchow erwartet Annette Fleischer eine kleine Reise in ihre eigene Kindheit in Ost-Berlin. Auf zwei Stockwerken hat Susanne Reichert tausende Gegenstände aus dem Alltag der DDR zusammengetragen. Hier geht es nicht um große Politik, sondern um das einfache Leben der Menschen. Buratino. Buratino, genau. Der Pinocchio der DDR. Ja. Und Matroschka natürlich kennt fast ja, jeder. Ja, total. Die guten alten Weinbrandbohnen. Ja. Was haben die eigentlich mal gekostet? Gibt's da irgendwie, kann man das noch sehen? Die waren 4,75 Mark. Echt? Das ist ja ganz schön teuer, oder? Mhm. Ja. Hat meine Oma auch mal gerne gegessen. Von den Weinbrandbohnen ist es nicht mehr weit zur Küche. Hier steht der Exportschlager der DDR. Oh ja, herrlich. Ein Mixer, ne? Den kennt fast jeder DDR-Bürger. Ja, so einen hatten wir auch. Oder? Ja. Der RG28. Wenn du jetzt mal anfährst, merkst du, wie schwer der ist. Das ist doch dann, ist das nicht so ein Vorläufer von so einem Krupp-Supermodell gewesen? Zum Beispiel, ja. Ja, ne? Mann, genau. Das Ding hatten wir auch lange. Ja. Unkaputtbar. Das ist es, oder? Das ist unkaputtbar. Das ist bestimmt bei einigen noch zu Hause. Klasse. Ja, ist ein bisschen wie zu Hause. Nebst Luftbefeuchter und Designzimmerbrunnen findet man im Museum auch die ein oder andere Kuriosität. Hier unsere Waschküche. Ja. So sah das aus, ja. Kennst du dieses Teil? Wir hatten so eine kleine. Ja, na klar, die kommt da oben drauf, ne? Genau. Das Ding? Genau, dass die Schleuder nicht wegkam. Aber das hatte noch eine, kam noch anders zur Verwendung. Das haben sich Frauen zum Beispiel zur Geburt mit in das Krankenhaus genommen, haben diesen Ring aufgepustet und gerade nach einer Entbindung, da konnte man bequem drauf sitzen. Es ist tatsächlich so. Das ist ja, es gab auch von den Hebammen den Hinweis, bitte bringen Sie uns so einen Ring. Ja. Ja. Ja, ich weiß noch, wir hatten so einen roten und dann, also Schleudern hat ja den Kindern auch Spaß gemacht. Ja. Wäsche rein und cool und dann kommt der Ring drauf, zack, runter und dann alle festhalten. Richtig festhalten. Die ganze Bude hat gebeten. Für einen kurzen Moment fühlt sich Annette wie in eine andere Zeit versetzt. Irgendwie ist es ganz komisch, wenn man das so sieht, weil das so selbstverständlich so zu Hause stand und davon ist nichts übrig geblieben. Es ist alles irgendwie weg. Besonders stolz ist Susanne auf ihre Kleidersammlung aus Papier. Eine absolute Rarität aus der DDR-Modewelt. Die konnte man nach Belieben kürzen. Haben natürlich nicht ewig gehalten. Ja. Aber war eine feine die Sache. Die sind ja ganz starr. Also du kannst dich ja gar nicht hinsetzen. Und du schwitzt, denke ich mal, unglaublich da drin. Das haben sich die Mädels angezogen? Ja.
Das haben sie. Im zweiten Stock geht's zu einer inzwischen gesamtdeutschen Ikone. Und der Sandmann, ja. Der Sandmann, den kennt jedes Kind. Den kennt ja heute noch jeder. Das ist ja tatsächlich übrig geblieben, ne? Ja, weil es einfach der schönere von beiden war. Mhm. Oh, das ist der westdeutsche Sandmann. Das war der westdeutsche Sandmann, ne? Aber der sieht auch komisch aus. Guck mal, der hat so einen Bart da unten, also abgeschnitten. Pittiplatsch, Schnatterinchen. Moppy ist nicht dabei. Moppy fehlt hier. Moppy ist da hinten, ja. Ja. Wow. So war das. Am nächsten Morgen besucht Annette den Bärenwald Mürz. 16 Hektar Wildnis für 16 gerettete Braunbären aus ganz Europa. Jeder mit seiner ganz eigenen Geschichte. Hanna Völker ist hier seit 2019 Volontärin. Zur gleichen Zeit kam auch dieser Bär hier an. Das ist Rocco. Er ist 2011 geboren. Also ist noch nicht so recht alt. Recht jung, ne? Genau, ja. Und der kannte, bevor er zu uns kam, eigentlich gar nichts. Der wurde in einem 12 Quadratmeter großen Betonkäfig im Hinterhof gehalten. Und sein Besitzer war die einzige Bezugsperson zu ihm. Und der kam zweimal am Tag und hat ihm was zu futtern gegeben. Also er war jetzt nicht Zirkus oder irgendwie so ein, nee, so ein, das war privat. Attraktionsbär? Er war aus einer privaten Haltung. Nach langen Verhandlungen mit dem Besitzer konnte Rocco im Juni 2019 befreit und in sein neues Zuhause umgesiedelt werden. Ein sehr emotionaler Moment für alle Beteiligten. Der war am Anfang sehr nervös und mittlerweile hat er sich sehr gut eingelebt. Also das heißt, er hat ja nie Natur oder einen Wald kennengelernt? Genau, ja. Das kannte alles nicht. Süß. Oh, seufzt. Ja. Und ihr seht so harmlos aus, wenn ihr da so liegt. Ja, die können auch anders. Und pennt. Um die riesigen Freigehege sicher betreten zu können, werden die Bären kurzzeitig in kleinere, sogenannte Separationsgehege gelockt. Guck mal, die merken das schon, ne? Wenn jetzt so das Futter kommt und es ist wieder die Zeit der Fütterung, sind die ja, da schon richtig natürlich. Nervös? Ja, natürlich. Bären, die lange in Gefangenschaft gelebt haben, können leider nicht mehr ausgewildert werden. Sie sind zu abhängig vom Menschen und würden in freier Wildbahn nicht überleben. Kriegt er das hier alles, was drin ist? Ja. Ah. Warte, hier noch ein Apfel. Oh, das macht Spaß. Da liegt doch was. Und wo kommt denn der Honig drauf? Auf den Bäumen. Ja? Bitte schmiert ihr das raus? Also, ja, also wenn wir rein. Oh, ist ja wie bei Winnie Pooh. Ja, so, cool. Wenn man so will. Ja, also wenn man reingeht, spielen wir es an den Bäumen halt so, ja. Und ansonsten kriegen sie es auch, wenn sie zum Beispiel Medikamente brauchen, dass sie dann ihr Honigbrötchen machen und dort die Medikamente drin verstecken. Und dann seid ihr lieb. Ja, oh, irgendwie toll. Muss man es ja verstecken. Ne? Oh, lecker. Der Bärenwald muss für seine Bewohner das reinste Paradies sein. Gerade im Vergleich zu ihren vorherigen Leben. Und wie diese ausgesehen haben können, möchte Hanna Annette zeigen. Was ist das hier? Das ist unser Zirkuswagen. Hier werden teilweise sogar zwei Bären drin gehalten in so einem Wagen. Es gibt hier keine Rückzugsmöglichkeiten. Und nee. Aber auch auf dem, auf so einem. Genau. Oh mein Gott. Also vielleicht, wenn die noch gut sind, kommen die noch irgendein Streu rein. Und da leben die über Jahre? Genau. Und kommen nur raus, wenn sie eine Show haben. Wenn man sich das mal vorstellt. Die gehen ja, also ich meine, die haben ihre Nummer, ne? Und das weiß ich nicht, eine Stunde oder zwei Stunden, dann üben die und trainieren die und dann werden die zack wieder hier irgendwie reingeschmissen. Ja. Jetzt zeige ich dir mal was. Wir haben ein kleines Experiment. Und zwar will ich dir mal zeigen, wie es für einen Bären ist,
wenn er in einem Zirkus oder ein Zoo ist. Okay. Die Brille aufsetzen. Soll ich jetzt aufsetzen? Genau. Muss ich da was machen? Zuhören. Nee, einfach nur zuhören. Genau. Bären sind extrem kurzsichtig. Daher verlassen sie sich auf ihren stark ausgeprägten Geruchs- und Gehörsinn. Steh still. Steh still, hör auf zu wackeln. Los. Los und aufrecht stehen. Du sollst aufhören zu wackeln. Machst du jetzt, was ich sage. Mach schon. Ach, guck mal, der will raus. Zoo und Zirkus sind für die Tiere pure Reizüberflutung und führen unweigerlich zu Stress. Die Auswirkungen der engen Käfighaltung lassen sich bei Neuankömmling Duschi besonders gut beobachten. Das ist eine Art von Stressabbau. Ja, es gibt es auch in verschiedenen Formen. Wir haben eine Bärin, die buddelt, wenn sie gestresst ist. Mhm. Viele werfen dann auch ihr Kopf hin und her. Ja, das habe ich auch schon mal genau. gesehen. Oft ist es auch den Abstand, den sie laufen, nur so groß wie ihr früheres Gehege, obwohl sie eigentlich genug Platz hätten, weiterzulaufen. Die 16 Braunbären haben viel Leid und Grausamkeit erlebt. Doch jetzt können sie den Rest ihres Lebens glücklich und gut umsorgt verbringen. Im Bärenwald Müritz, im Süden der Mecklenburgischen Seenplatte. Mit Schauspielerin Annette Fleischer auf Tour durch die Mecklenburgische Seenplatte. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Ranger Jakob nach Hause. Der ist nämlich nicht nur Förster und Ranger, sondern der macht auch irgendetwas sehr Nützliches aus Holz. Und das gucke ich mir jetzt mal an. Nur wenige Kilometer von Miro entfernt liegt das kleine Dorf Lerz. Und mittendrin dieses traumhaft schöne Pfarrhaus, inklusive großzügiger Scheune. Nicht nur auf den ersten Blick ein wahres Kleinod, das einen stark an die Romane von Astrid Lindgren erinnert. Vor 5 Jahren haben sich Ranger Jakob Zunk und seine holländische Frau Johanna de Vos hier ihren Traum von beruflicher Selbstständigkeit und einem einfachen Leben auf dem Land erfüllt. Hallo. Hi. Ich bin Annette. Der Jakob hat gesagt, dass ich hier mal in die Werkstatt reingucken kann. Jakob hat dich angekündigt. Komm rein. Ja, super. Hm? Ja. Was macht ihr hier? Wir machen schlichtes Holzdesign aus superschönes Holz. Also das ist zum Beispiel ein Brett, was ich aus diesem Holz gemacht habe. Wir haben viele Eschenholz. Und hier können wir gerne zeigen, ein Saphirbrett oder Schneidebrett auch aus Esche. Ja. Esche ist ein sehr hartes Holz, also man kann wunderbar darauf schneiden. Das ist ja irre. Und das ist wirklich diese Maserung, das formt ja so Landschaften in Holz. Total. Mhm. Schlichte, elegante Produkte aus heimischem Holz sind das Markenzeichen des Labels Jakob und Johanna. Fleiß und Leidenschaft renovierte das junge Paar Stück für Stück den in die Jahre gekommenen Hof. Und brachte nebenbei auch frischen Wind in das kleine Dorf Lerz. Jakob, du hast nicht zu viel versprochen. Es war sehr interessant. Ganz gut hier, ne? Ihr habt es sehr gut hier. Also. Habt ihr irgendwann mal eine Sekunde gehabt, oder eine Minute, wo ihr im Wohnzimmer sitzt und sagt, so, oh Mann, Mist, warum haben wir uns das eigentlich alles angetan? Also eigentlich nicht. Ich muss sagen, bisher habe ich es noch nicht bereut. Es ist viel Arbeit und wir haben irgendwie jeden Tag was zu tun, aber es macht total Spaß. Das war ein großer Schritt, den wir da damals gemacht haben. Aber man hat hier wirklich Platz, Natur, tolle Leute auch. Und du kannst dich entfalten. Ganz genau. Also es ist noch so viel, was es nicht gibt, dass man noch wirklich viel schaffen kann. Und das ist schön. Ich danke euch, dass ich in euer Leben Einblick haben konnte. Ja, das war toll. Total gut. Ja, super.
Die Mecklenburgische Seenplatte. Das Land der tausend Seen und Ideen.